Guten Morgen, wir reagieren heute auf Stefan Schulz bei Markus Lanz. Stefan Schulz hat ja vor kurzem sein Buch Die Alpenrepublik fertiggestellt und veröffentlicht. Und wir schauen uns jetzt ja mal seine Argumente an, die er dafür hat, dass die Demografie in Deutschland in Zukunft noch zu einem echten Problem werden könnte. Die Runde. Herr Schulz, vielleicht die erste Frage an Sie. Die Alpen, nicht Alpen, ne? Mag ich sehr, aber Alpenrepublik. Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet, so heißt Ihr Buch. Ja. Und die Frage, gefährdet dieser demografische Wandel unsere Zukunft? Ja, Alpenrepublik ist ein Wortspiel, die Alpenrepublik. Irgendwer Eben. geht den Berg hoch, irgendwer muss den Berg runter und wir wissen nicht genau, wohin die Wege führen. Man könnte natürlich noch begrifflich etwas amüsanter spielen. Sie haben ja auch schon gelacht bei der Anmoderation der Zahlen, die eigentlich sonst so erschreckend sind. Ich spiele ja noch im Buch am Anfang mit der Opa-Kalypse oder Omageddon, also solche Sachen. Ja, genau. Aber es ist ja doch ein ernstes Thema. Also 18 Ja. Millionen Menschen, die in 13 Jahren in Rente gehen. Das sind die Boomer. 18 Millionen bis 2035 Die Jahrgänge 58, 36, nein, die oder? Jahrgänge 58 bis 71, Ja. also ab 2023, die nächsten 13 Ah, Jahre bis okay. 2035. Ja. In dieser Zeit nur 11 Millionen Volljährige, neue Volljährige, das heißt eine Lücke von 7 Millionen auf 13 Jahre. Das heißt, da sind wir schon bei einer halben Million pro Jahr, die wir als volkswirtschaftliches Defizit im Zauberwort Erwerbspersonenpotenzial verbuchen müssen. Denn das erste große Problem ist, die Alten haben einen Rentenanspruch. Aber wir haben kein Geld, das irgendwo rumliegt, um diesem Anspruch zu genügen, sondern wir haben ein Umlagesystem. Manchmal ist es nur eine Woche zwischen wir zahlen ein, die Rentner kriegen raus. Das Und ist irre, wenn. das wusste ich nicht, das habe ich durch Ihr Buch gelernt. Das läuft wirklich so, ja? Also wir verdienen im Januar Geld und. Ist nicht irre, das ist ganz normal. Es geht überhaupt nicht anders. Die Rente wird immer aus der aktuellen volkswirtschaftlichen Produktion bezahlt. Und wenn das ganz direkt im Umlagesystem passiert, wo es möglichst wenig Ersparnisse gibt, wo alles, was erwirtschaftet wird, möglichst sofort an die Rentner weitergeht, dann ist das am effektivsten. Und im Februar hat es der Rentner auf dem Konto? Ja, im Januar zahlen wir ein, im Februar kriegt es der Rentner, wenn es so läuft, wie es gerade läuft. Manchmal sind es 4 Monate, manchmal muss der Bundestag auch abends noch mal tagen, weil so 2 Tage dann doch zu knapp ist. Und dann sagt man noch mal, gesetzlich müssen es aber 2 Wochen sein. So Aber ein es ist kleines Polster gibt es, aber im Prinzip haben Sie recht. Ein Mini-Polster. Es Ja. gibt jedenfalls keinen Geldspeicher. Die Rente liegt nicht irgendwo. Man hat nur einen Rentenanspruch. Er muss erwirtschaftet werden. Und wenn wir Interessant. jedes Jahr so viel weniger neue Erwerbstätige haben, Ja. ist die Frage, wo kommt die volkswirtschaftliche Kraft her, um diese Renten zu erwirtschaften? Und das ist erstmal nur die Rente. Dann haben wir das Problem in der Politik. Wir haben demnächst Bundesländer, in denen gibt es mehr Wähler mit Pflegestufe als Wähler unter 30. Das ist ein böser Satz. Also Mecklenburg-Vorpommern wäre das, aber wir wissen, die anderen Bundesländer, Brandenburg, jetzt, die uns nächstes Jahr besonders beschäftigen, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, die betrifft das nicht weniger. Also wir haben es grundsätzlich mit Schieflagen zu tun, bei denen wir uns so grob mal fragen müssen, nicht nur ökonomisch, sondern setzt auch die Demokratie schachmatt, weil wenn wir nach harten. Okay, also Stefan Schulz' Argumentation ist jetzt, die Alten gewinnen demografisch ein solches Übergewicht, dass sie auch einen Großteil der Wähler stellen und damit demokratische Entscheidungen mehr beeinflussen können als die Jüngeren. Mathematischen Gesichtspunkten Wahlergebnisse auszählen und wir haben aber dreimal mehr über 60-jährige Wähler als Wähler unter 30, dann ist da einfach eine Schieflage. Da muss sich jeder Wahlkämpfer überlegen, macht es noch Sinn, überhaupt junge Themen anzusprechen oder bespielen wir nur noch die Alten, deren Enkel schon nicht mehr in der Schule sind, zum Beispiel, weshalb wir das Bildungssystem so lahmt, wie auch immer. Da geht die Themenliste dann los. Geht ja, ich schaue gerade zu Vanessa Wu, die nicht mit allem einverstanden ist und die ich aber gerne fragen würde. Das ist ja letzten Endes auch ein globaler Trend in der westlichen Welt sozusagen, mit ein paar wenigen. Aber wir haben jetzt immer noch nicht gehört, warum das ein Problem sein soll. Also wir haben jetzt immer noch kein Argument gehört, warum das irgendwie uns vor Probleme stellen sollte. Ausnahmen. Ich habe vor einiger Zeit eine interessante Zahl gelesen oder zwei Zahlen gelesen. Wir haben mittlerweile mehr Menschen über 65 als unter 5. Ja. Das heißt, wir altern global oder was heißt das? Wir altern nicht global, aber wir altern im globalen Norden. Ich glaube, das könnte man so sagen, Okay. dass in den Industriestaaten weniger Kinder geboren werden. Aber wir haben auch durchaus andere Staaten, wo noch sehr viele Kinder geboren werden, wo viele, wenn man das so sagen möchte, Arbeitskräfte zum Beispiel geboren werden. Oder anders formuliert, junge Menschen mit Ideen, mit Tatendrang, mit Arbeitswillen, Kraft, Lebenszeit, die sie irgendwie noch in ihre Lebenszeit auf dieser Welt verwerten wollen. Wo kommen die auf die Welt? Wo sind die?
Ganz viel im asiatischen Raum. Also Asien ist ein sehr junger Kontinent. Indien, Südasien ist er, zum Beispiel. Ist er wirklich? Also ich höre immer Indien. Von... Genau, ja, ist es Herr schon. Schulz, also ich sag mal, Südkorea hat ein riesiges demografisches Problem, oder ja, nicht? Japan. Die geringste Fertilitätsrate. Aber, genau. Ja, aber beispielsweise Südkorea hat die geringste Fertilitätsrate. So ist es. Wo ist die? Wo liegt die? Ich glaube, die ist bei 1,2 oder so. Na, also ja. zwei Eltern in Japan kriegen nicht mal ein Kind statistisch zustande derzeit. Ja. Also wir haben es mit Hongkong zum Beispiel, eine der wirtschaftlich stärksten Regionen der Welt, wo wir auch unter diesem Wert von 1 liegen. Wir sagen, Stagnationswert ist 2,1, also zwei Eltern kriegen zwei Kinder. Muss man einmal kurz erklären, ne? Um sozusagen einfach nur ein Land sozusagen ja. in seiner Bevölkerungsstärke da zu halten, genau. wo es gerade ist. Müssen im Schnitt 2,1 Kinder? 2,1, genau. Die 0,1 ist dann die statistische Größe, die kann man ignorieren, aber zwei Eltern, zwei Kinder. Okay, wir in Deutschland liegen bei 1,4, in Japan liegt man da drunter, Südkorea ganz weit drunter. Aber wir haben den afrikanischen Kontinent. Also aber nur, das machen wir gleich, aber Südostasien, also weil es immer heißt, ja, da kommen die Leute dann her, die oder überhaupt Asien. Ich höre das immer anders. Ich kriege mal mit die, also Philippinen ist vielleicht eine Ausnahme, weiß ich nicht. Philippinen, Indien, also wir haben haben Sie recht. In Südasien, aber es ist nicht so, dass es einige wenige Länder sind, wo es mehr Kinder gibt. Also wir sind weltweit nicht eine allzu alte Gesellschaft. Es gibt noch diese Gesellschaften, wo auch noch viele Kinder geboren werden. Und das ist spannend hinzugucken, weil was sind denn die... Ich hake hier mal kurz ein. In Indien beträgt die Geburtenrate gerade 2,05 Kinder pro Frau und in den Philippinen da... beträgt sie 2,78 Geburten pro Frau. Also in den Philippinen, da wächst die Bevölkerung tatsächlich noch, wenn man nach der Geburtenrate geht. Aber in Indien ist dieses Wachstum schon zum Erliegen gekommen. Diese Menschen, die sind ja nicht... Pakistan ist auch so ein Land, das ist sogar ziemlich drastisch. Das sorgt für auch sehr viel Migrationsdruck und sehr viele Probleme auch im Land. Wie hoch ist da die Fertilitäts- oder Reproduktionsrate, um es mal so zu sagen? Habe ich gerade nicht im Kopf, muss ich zugeben. 3,56. Ist gut, wenn man hier so ein Tablet nebenliegen hat, wo man das mal kurz nachgucken kann. Aber wir haben dort auch eine viel zu junge Bevölkerung eigentlich und nicht die Möglichkeiten, diese... Ja, aber auch in Pakistan, schrumpft die Geburtenrate schon relativ stark. Also vor etwa 50 Jahren, da lag sie noch doppelt so hoch wie heute. Und heute liegt sie, wie gesagt, bei 3,56. Und wenn das in dem Tempo weiterschrumpft, dann werden wir da 2050 spätestens eine Geburtenrate von zwei Kindern pro Frau erreichen. Und in Indien, da, also Nachbarland von Pakistan, deutlich größeres Nachbarland, da haben wir das ja schon erreicht. Die junge Bevölkerung irgendwie zu absorbieren oder in einem Arbeitsmarkt zu bekommen. Mhm. Und alle diese Menschen gibt es jetzt. Die wollen sich auch bewegen. Wir haben eine Welt in Bewegung wie nie zuvor. Also, muss auch sagen, wir stagnieren. Also wir sind auf einem niedrigen Niveau. Ich glaube, so zwischen 2-3% der Menschen sind Migranten auf der Welt. Aber es gibt Menschen, die bewegen sich. Und jetzt ist die Frage, wo gehen die hin? Wo wollen sie hingehen? Wo sehen sie ihre Zukunft? Wo wollen sie sich einbringen? Und da finde ich die Analyse des indisch-amerikanischen Beraters und Geografie-Experten. Maldinger, ich glaube, du hast gerade nicht zugehört. Die Menschheit, die wächst aktuell noch. Aber wenn man sich die Entwicklung der Geburtenraten anguckt, dann wird dieses Wachstum Mitte dieses Jahrhunderts zum Erliegen kommen. Dann wird die Menschheit danach wieder schrumpfen. Das liegt aktuell vor allem am Westen und an Ostasien. Aber auch in Südasien, auch in Afrika werden die Geburtenraten weiter so stark sinken, dass es auch dort irgendwann nicht mehr zu einem relevanten Bevölkerungswachstum kommt. Also das ist ein globaler Trend. Das nennt sich der demografische Übergang. Sehr spannend. Er sagt, die Wellen mit ihren Füßen. Und wohin diese Migranten oder die jungen Menschen von heute gehen, ist ein sehr interessanter Indikator dafür, welche anderen Länder profitieren oder wie sie sich auch in Zukunft weiterentwickeln könnten. Also wer ist attraktiv für junge Menschen, die etwas tun wollen? Sie sagen, da gibt es einen Wettbewerb quasi. Es gibt einen Wettbewerb. Also nein, Maldika, du hast es, die Bevölkerungszahl muss überhaupt nicht wachsen. Das ist auch eine Meinung, die ich noch gar nicht gehört habe. Aber die Bevölkerungszahl, da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn die schrumpft. Also das ist ja das Thema dieser Sendung, dass wir gerade einen demografischen Wandel erleben, die Bevölkerungszahlen tendenziell schrumpfen werden und der Anteil der Älteren immer weiter wachsen wird. Das ist ja hier die Argumentation von Stefan Schulz, die wir uns im Folgenden noch etwas genauer ansehen werden. Aktuell haben wir uns ja 10 Minuten dieser Sendung angesehen und noch kein großes Problem an dieser schrumpfenden Bevölkerung festgestellt. Wir müssen uns anstrengen, wenn wir die Cleveren, die voller Tatendrang, wenn wir die haben wollen. Ja, dann, und es ist kein Selbstläufer.
Und das ist auch schon heute so. Also wenn man mal rumfragt, auch Leute, die jetzt durchaus ausgebildet sind, die ein Studium vielleicht hinter sich haben, wo wollt ihr denn hin? Dann ist Deutschland nicht unbedingt mehr die erste Antwort, sondern viele Menschen sagen, Deutschland muss in Deutsch lernen. Es ist schwierig, in die Bürokratie irgendwie reinzufinden und vielleicht dann doch eher Kanada, USA, Australien. Also es ist auch nicht so, wir sprechen hier in Deutschland oft so als müssten wir alle erstmal abwehren, als hätten wir so ein ganz großes Problem. Aber eigentlich sind wir auch gar nicht mehr ganz vorne dran, was es betrifft, die Leute zu uns zu bringen, so attraktiv zu scheinen. Also vielleicht noch einmal, es ist wirklich ein, wie man so sagt, säkularer Trend, den man überall sieht. In allen reichen Industrienationen geht die Geburtenrate zurück. Was erstmal ja ein bisschen überraschend ist, weil intuitiv könnte man ja denken, wenn es den Menschen besser geht, dann sind sie optimistischer und das geben sie auch den Nachkommen weiter. Wenn man mehr Geld hat, kann man schlicht und ergreifend mehr Kinder ernähren. Genau, aber es ist geradezu umgekehrt. Arme Menschen haben mehr Kinder, also Afrika hat tatsächlich eine sehr hohe Reproduktionsrate. Aber es scheint stärker zu sein, dass wenn die Menschen reicher werden, dann werden sie auch individualistischer, sagen, es gibt andere Präferenzen im Leben und sie verfolgen die mehr als eine große oder zumindest eine normale Familie mit 1 oder 2 Kindern zu haben. Die einzige Ausnahme interessanterweise unter den reichen Ländern ist Israel. Und das sind nicht nur die ultraorthodoxen Gemeinden, sondern es insgesamt, die sind, glaube ich, bei 2,9, weil man dort hohen Kindersegen mit Gottwohlgefälligkeit gleichsetzt. Da spielt die Religion dann offenkundig doch noch eine große Rolle. Ich glaube auch bei denen die Religion wenig Rolle spielt. Ich kenne das da ein bisschen. Man liebt Kinder, man hat Kinder. Das ist so ein, wie soll man sagen, das gehört dazu. Genau. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, so ist es mehr oder weniger. Ich würde aber gern vielleicht noch ein bisschen den Akzent verändern. Wo ist es denn am schlechtesten in den sogenannten reichen Ländern? Tatsächlich Südkorea. Südkorea liegt es daran, erzählt mir auch eine Freundin, die dort und Kollegin, die dort für den Economist arbeitet. Dort ist es wohl so, dass die Frauen sehr gut ausgebildet sind. Und sie wissen aber, wenn sie heiraten und Kinder kriegen, dann werden sie in das konventionelle Familienmodell der asiatischen Gesellschaft von früher integriert. Und insofern das patriarchale System, ist der Umkehrschluss, doch scheint so zu sein, ist der Umkehrschluss, dann bleibe ich lieber kinderlos und bekomme und lebe ein Leben mit einer Karriere, mit hohem Einkommen und hoher Selbstständigkeit. Das Paradox, warum so viel Handlungsmöglichkeit und Freiraum durch gute Bildungssysteme, gute Möglichkeiten und so weiter zu weniger Kindern führt, ist gar nicht so kompliziert. Ich glaube, wir können es alle selber fühlen, vor allem, wenn wir jetzt jünger sind, weil wir relativ viele Chancen nutzen können, aber dann auch dazu verurteilt werden, sie nutzen zu müssen, denn die Miete muss irgendwie bezahlt werden, der Bildungskredit muss bezahlt werden. Und damit rutscht dieser Kinderwunsch ganz weit nach hinten. Man muss erstmal das Wohnen klären, das ist aufwendig genug, da müssen sich schon 2 finden und eine echte Schicksalsgemeinschaft gründen. Denn wir kennen ja die Werte, wie es in Frankfurt, Hamburg und den Metropolen so aussieht. Dann ist die Frage, wenn das mit dem Wohnen klappt, klappt es auch mit dem Arbeiten? Klappt es mit dem Arbeiten so, dass man auch eine langfristige Perspektive hat? So, dass man sich dann den Kinderwunsch sozusagen wieder frei arbeitet? Der Kinderwunsch wird also aus ökonomischen Gründen relativ weit nach hinten geschoben. Und dieses Problem tradiert sich. Aber dann kommen sie ja, die Kinder. Also das kann ja nicht sein. Wenn wir immer reicher werden, wenn es immer besser geht, dann kann doch jetzt nicht umgekehrt, wie Sie argumentieren, die Tatsache, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben, der Grund haben. Wir werden natürlich reicher. Statistisch werden wir. Ja, aber es geht uns noch nie, ist es uns so gut gegangen, wie zurzeit nicht kognitiv in den Zahlen. Im Kollektiv, werden wir reicher, das stimmt. Ja, aber das heißt doch, alle werden reicher. Natürlich in der Spanne. Natürlich in der Spanne. Aber alle werden reicher. Ja, also wenn man in, sagen wir mal, tatsächlich sind die Alten überproportional reicher geworden. Also man vererbt das Vermögen, was man sich sein Leben über aufgebaut hat, eben erst am Ende seines Lebens. Und hier könnte man durch Umverteilung für eine Abmilderung dieses Trends sorgen. Also wir haben ja in den letzten 40 Jahren in fast allen Industrieländern eine Explosion der Vermögensungleichheit gesehen. Und davon profitieren natürlich die Leute, die alt sind, die ihr Leben lang Vermögen aufbauen konnten, mehr als Leute, die jung sind, die eben noch kein Vermögen aufbauen konnten. Man ist ein Ärzte-Ehepaar und damit in Frankfurt sehr reich.
dann sucht man sich ein Haus und möchte aber zwei Kinderzimmer haben, perspektivisch. Das heißt, 50% des monatlich verfügbaren Einkommens ist erstmal weg. Wenn Sie alleinerziehend sind, also eine Trennungsgeschichte, für die Sie gar nichts können und Sie haben schon zwei Kinder, überweisen Sie am 3. eines Monats 100% Ihres Nettovermögens an den Vermieter. Da ist dann die Frage, wie kommt da noch ein Kinderwunsch zustande? Wir schieben ihn weit auf, was dann auch wieder bedeutet, umso weiter wir ihn aufschieben, umso weniger ist dann Platz noch für das dritte Kind. Damit werden wir eingefangen beim zweiten Kind. Und wenn auf dem Arbeitsmarkt alle im gleichen Alter konkurrieren mit, ich kann übrigens etwas flexibler arbeiten, ich habe keine Kinder, dann vererbt sich oder besser, es infizieren sich auch die anderen mit diesem kinderlosen Leben, obwohl das nicht dem eigenen Wunsch entspricht. Also man hat einen Kinderwunsch, auch in Deutschland. Der Kinderwunsch ist höher, als wir tatsächlich. Wir sind so im Mittelfeld, sind wir. Herr Hand widerspricht also schon wieder. Ich kann das einfach nicht teilen. Zumal, wenn es so wäre, seit 20 Jahren ist die Politik dabei, die Kinder zu fördern mit allen Möglichkeiten. Kindergeld, Kinderfreibetrag, Erziehungszeiten. Also es wird die Ausgaben, die wir auch staatlich aus Steuermitteln und ja, trotzdem ist es eines der größten Armutsrisiken, alleinerziehend zu sein. Also die Förderung, die der Staat hier dazu gibt, die gleichen nicht mal im Ansatz die zusätzlichen Kosten, die man durch Kinder hat, wieder aus. Krediten für die Kinder ausgeben, die sind gestiegen innerhalb von 30 Jahren. Aber nicht so steil wie die Wohnkosten. Die Wohnkosten. Frag gerade einer im Chat, wie soll man das umverteilen? Ja, erstmal durch höhere Steuern auf hohe Kapitaleinkommen. Und früher war es mal so, dass man auch auf Kapitaleinkommen keinen pauschalen Steuersatz gezahlt hat, sondern entsprechend dem Einkommen besteuert wurde. Das heißt, ein Kleinaktionär hat viel geringere Steuern gezahlt als ein Großaktionär. Und für einen Großaktionär hat dann für den größten Teil seines Einkommens der Spitzensteuersatz gegriffen, der früher auch nochmal deutlich höher war. Der lag mal bei 56%, dann unter Helmut Kohl bei 53% und Gerhard Schröder hat dann auf 42% abgesenkt. Merkel hat dann wieder einen neuen Spitzensteuersatz von 45% eingeführt, aber im Endeffekt war der Spitzensteuersatz viel, viel höher. Und dann hat man in der Regierung Merkel gesagt, so, Kapitalerträge, so ein Spitzensteuersatz von 45%, der ist ja schon ziemlich hoch. Die besteuern wir jetzt pauschal nur noch mit 25%. Dadurch werden Kapitalerträge heute viel, viel geringer besteuert als Arbeitseinkommen. Das heißt, wir müssten erstmal Kapitalerträge wieder genauso besteuern wie auch normales Einkommen. Das wäre der erste Schritt. Dann sollten wir die Vermögensteuer wieder einführen. Dann die Erbschaftssteuer für reiche Leute deutlich erhöhen und für den Mittelstand abschaffen. Also die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer ruhig hochsetzen. Also 3, 4, von mir aus auch 5 Millionen Euro. Aber dann alles, was da drüber ist, höher besteuern, als es aktuell besteuert wird. Ich meine, wir sehen ja, wie Superreiche ihre Erbschaften gar nicht mehr besteuern müssen, weil sie einen richtigen Steuerberater haben. Also wir sehen ja, wie ein gutes Beispiel ist Matthias Döpfner. Dem wurden von Friede Springer ihre Anteile am Springer-Konzern übertragen und er hat dafür keine Erbschaftssteuer gezahlt, weil es eben steuertechnisch möglich war, sich an dieser Erbschaftssteuer vorbeizuwieseln. Die Wohnkosten sind in den Städten natürlich gestiegen, weil dort alle Leute hinwollen. Aber trotzdem, das ist doch kein Grund, keine Kinder zu kriegen. Das ist niemand. Sagen Sie so leicht. Also das können Sie wirklich. Das ist eine steile These, aber das können Sie wirklich nicht ernsthaft sagen, dass wir das da. Private Anschauung. Ich habe mir meine anekdotische Anschauung ist leider keine Statistik. Ob die Statistik. Also das Einkommen der gesamten Arbeiterschaft hinkt seit den 70er Jahren hinter der Produktivitätsentwicklung her. Und vor allem die ärmeren Lohngruppen, die haben in den letzten 30 Jahren keine relevanten Reallohnzuwächse mehr gehabt. Also das stimmt ja schon. Also nur weil die gesamte Volkswirtschaft reicher wird, heißt das nicht, dass alle reicher werden. In den letzten 30, 40 Jahren haben wir halt gesehen, wie eine sehr kleine, sehr reiche Schicht, das oberste Prozent der Bevölkerung, sehr viel reicher geworden ist. Wie aber die ärmere Hälfte der Bevölkerung immer weiter abgerutscht ist. Ja, aber ich kenne ja meine Schicksalsgemeinschaft. Ja, aber ich kann es auch bestätigen. Ich meine, ich bin ja jetzt eine dieser jungen Frauen und es sind einfach andere Verhältnisse als damals. Man tut nicht mehr die ganze große Familie in ein Zimmer. Und das ist schon etwas, was man viel so hört, ob man sich das zutraut. Okay, aber dann müssen wir jetzt mal das, was Sie da gerade sozusagen so nebenbei mitliefern, ist, unsere Ansprüche sind deutlich höher geworden. Ja. Das Interessante, Herr kommt natürlich aus einer etwas anderen Generation und argumentiert auch anders. Ich sag mal, unsere Eltern haben ehrlich gesagt mit sehr viel Gottvertrauen Kinder bekommen. Die hatten Horrorinflation zu 13, 12, 13, 14% in Italien der damaligen Zeit. Und meine Eltern haben 3 Kinder bekommen, die hatten keinen Plan davon, wie das eigentlich ging. Markus Mare, nein,
die Unternehmen investieren nicht mehr, sie sparen aktuell. Also die Unternehmensinvestitionen, egal welche Kennziffer du dir anguckst, den Finanzierungssaldo der Unternehmen, die Nettoanlageinvestitionsquote, die Bruttoanlageinvestitionsquote, egal was du dir ansiehst, die ist in den letzten 30 Jahren gesunken. Die Unternehmen investieren heute weniger, obwohl die Vermögen der Reichsten gestiegen sind. Also egal was du da jetzt dir anschaust, die Reichen investieren das Geld, was sie haben, nicht, sondern sie stecken das an die Finanzmärkte und versuchen da mehr Geld mitzumachen. Ja, Marius, das ist eine Frage, die man empirisch beantworten muss. Das kann man jetzt nicht so allgemein formulieren. Also Unternehmer investieren nur Geld, wenn sie auch sich darauf verlassen können, dass die Produkte, die in ihrer Investition hergestellt werden sollen, auch abgesetzt werden können. Also wenn die Bevölkerung kein steigendes Einkommen hat, dann investieren Unternehmen logischerweise auch nicht. Ich meine, kein Unternehmen stellt irgendwelche Produkte her, die niemand kaufen will. Und die Bevölkerung kann die Produkte nur kaufen, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt. Und wenn die Einkommen von zumindest der ärmeren Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht steigen über mehrere Jahrzehnte hinweg, dann können sie logischerweise auch ihre Nachfrage nicht erhöhen und dann lohnt es sich für die Unternehmen auch logischerweise nicht mehr zu investieren. Das heißt, wenn wir mehr Investitionen sehen wollten, dann müssten wir erstmal die Einkommen der Menschen erhöhen. Dann müssten wir dafür sorgen, dass die Löhne entsprechend der Produktivität steigen. Dann müssten wir ein anderes Steuersystem ran, also beispielsweise die Steuern für die Reichen erhöhen und die Steuern für die Mitte und die Armen senken. Also das würde die Investition viel eher ankurbeln. Also nur weil Reiche Geld haben, investieren sie dieses Geld noch lange nicht. Aber sie haben darauf vertraut, dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Und das würde ich schon sagen, dass uns dieses Vertrauen darauf, dass man es schon irgendwie hinkriegt, das ist uns abhanden gekommen. Wir wollen es perfekter machen, wir wollen es besser machen, wir wollen wissen, wie wir die Kinder ausbilden können. Und wenn wir das nicht ganz sicher wissen, dann sagen wir lieber, dann lass mal. In unserem Haus Frankfurt, wo Sie sagen, da kann man überhaupt keine Kinder mehr kriegen, wohnten, als wir da eingezogen sind, unten 130 Quadratmeter. Eine Familie, zwei Kinder und die Großeltern wohnten da auch noch. Jetzt sind über uns die Familie ähnlicher Grundriss, normaler, nix Luxus, Altbau 130 Quadratmeter. Ein Paar, beide berufstätig, mit zwei Kindern ausgezogen, weil sie gesagt haben, das können wir der Familie nicht mehr zumuten, auf so beengtem Raum zu reden. So ist es. Also die Ansprüche sind wirklich größer geworden. Das ist ja in Ordnung, aber dann muss man bereit sein, und man kann es ja doch auch, dann muss man bereit sein, mehr Geld eben auch für das Wohnen auszugeben. Jedenfalls, wenn man es da, wo alle hinwollen, wo gerade die Jungen... Man kann auch staatlich Mietpreise regulieren. Man kann auch staatlich Wohnraum schaffen. Die Ampelregierung macht gerade genau das Gegenteil. Sie lässt den Wohnungsbau in Deutschland gerade brutal einbrechen. Also wir sehen, wie dieses Ziel von 400.000 neuen gebauten Wohnungen pro Jahr katastrophal verfehlt werden wird dieses Jahr. Man wird wohl eher bei weniger als 300.000 Wohnungen im Jahr rauskommen. Familien, die alle auch hinwollen, nämlich in den Ballungsgebieten, in Frankfurt, in München, in Hamburg und in Stuttgart zu wohnen. Herr Winkel rutscht schon die ganze Zeit sehr nervös bei einer dieser sehr jungen Menschen heute hier in der Runde. Wie alt sind Sie, Herr Winkel, wenn ich fragen darf? 32. Ach guck, also praktisch, also kurz vor Pubertät. Vor oder nach? Sie wollten gerade, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Und wie schwer ist es auch, Politik zu machen unter diesen Umständen? Weil da verändern sich ja ein paar sehr entscheidende Parameter. Ich will nur mal auf den Punkt von Herrn Schulz eingehen, der das am Anfang beschrieben hat. Und bei der Beschreibung des demografischen Wandels muss man sich ja erstmal klar machen, das ist ja keine politische Meinung, sondern das ist ja einfach Mathematik. Also dass der demografische Wandel über uns hereinbricht, das ist jetzt keine überraschende Tatsache, sondern schlicht und ergreifend an den Geburtenzahlen ablesbar. So, was wir, glaube ich, als Politik für ein Problem haben, ist, wir hatten ursprünglich mal einen Generationenvertrag, der sah so aus, dass die jungen Beitragszahler die alten Rentner finanzieren. Dass Sie dabei auf mich zeigen, nehme ich Ihnen persönlich übel. Aber das war, ich habe mich auf Sie gezeigt, sondern generell. Das Problem ist, dass dann irgendwann mal die Politik diesen Generationenvertrag einseitig zulasten der jungen Generation aufgekündigt hat. Die Politik hat irgendwann gesehen, die Demografie... Bullshit. Kompletter Bullshit. Die Politik hat das Rentenniveau in den letzten Jahrzehnten deutlich gesenkt. Also es stimmt überhaupt nicht, dass dieser Generationenvertrag zulasten der jungen Generation aufgekündigt worden wäre, sondern unser gesetzliches Rentensystem wurde von der Regierung Gerhard Schröder demontiert und damit große Versicherungskonzerne ihren Reibach machen konnten. Ich meine, bei der Riester-Rente, da fließt ein Viertel des Geldes in die Taschen der Versicherungsindustrie. In unserem Land kippt weg.
Das hier ist übrigens der Vorsitzende der Jungen Union. Oder wenn ich gerade richtig gelesen habe. Wartet. Und hat dann aber keine wirklichen Maßnahmen getroffen. Und hat gesagt, naja, wir könnten, man hätte ja auch sagen können, wir versuchen, die Familienpolitik mal früher anzugehen, systematischer anzugehen. Hat man ja versucht, ne? Und das Problem war aber, dass man stattdessen gesagt hat, naja, am Ende des Tages, was die steigende Rentnerzahl anbelangt, das Geld holen wir uns einfach aus dem allgemeinen Steuertopf, der dafür überhaupt null vorgesehen war. Also Sie haben es ja am Anfang gesagt. Auch das ist Schwachsinn. Es gibt seit 1957 Bundeszuschüsse und es gibt auch, seitdem das gesetzliche Rentensystem eingeführt wurde, versicherungsfremde Leistungen. Das heißt, dieser CDU-Heini hier, der macht irgendwelche Rechnungen, auf die überhaupt nicht stimmen. In der Einleitung. Ja, es ist über 100 Milliarden Euro in die 120, Rente. Glaube ich, mittlerweile. 112, glaube ich, genau. Okay. Ich glaube, Sie wissen es besser. Ungefähr und der Bundeshaushalt ist irgendwo bei knapp einer halben Billion. Genau, 470 ne? Milliarden. Und davon der mit Abstand größte Posten. Hier, da siehst du es. Genau. Ja. Der, Arbeit und Soziales. Der mit Abstand größte Posten von diesem Gesamtbundeshaushalt geht in die Rente. Nur der Ursprungsgedanke des Generationenvertrags, also das Umlagesystem, war ja, dass gar kein einziger Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rente geht, sondern dass dieser Bundeshaushalt für die junge Generation... Schön, dass es der Ursprungsgedanke vermeintlich war, aber seit 1957 ist dem eben nicht mehr so. Also auch für seit Adenauers großer Rentenreform. Investition in die Zukunft zur Verfügung steht. Und das ist leider... hart. Und das ist unsere Investition in die Zukunft, die wir da hinten sehen. Und das ist leider einseitig von der Politik aufgehoben worden. Natürlich dann auch mit so Sachen wie Rente mit 63, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja. Also wirklich Sachen, wo man sich sagt, ja, wir brauchen dauerhaft eine Rente von 63. Wir haben doch gerade eine Rente mit 67. Also das Renteneintrittsalter wird immer weiter angehoben, bis wir irgendwann bei einer Rente mit 67 rauskommen. Das ist ein Riesenfehler. Also wir brauchen dauerhaft eine Rente mit 63. Das ist wirklich jenseits jeder Rationalität, wo ja mittlerweile selbst Andrea Nahles sagt, das war ein Fehler. Sagt sie das? Und Olaf Scholz auch. Nee, sagt sie nicht. Sie hat, glaube ich, von der unsinnigen Frühverrentung gesprochen, genau. Ja, aber nur in einem bestimmten Kontext. So richtig sagt sie das nicht. Ja, dann übernehme ich es einfach für Sie mit. So, heute haben wir mal die Chance. Sie können jetzt mal ehrlich sein. Ja. Also, wird Politik für alte Leute gemacht? Ja, natürlich. Ja, also, wie Herr Schulz das vorhin beschrieben hat. Also, jetzt weiß ich, was Albrecht Müller meinte. Diese Sendung ist ja wirklich anders furchtbar. Also, auch keiner widerspricht diesem CDUler hier. Man muss aufpassen, dass das demografische Problem nicht irgendwann zum demokratischen Problem. Irgendein Gast fordert Frieden für die Ukraine und Lanz unterbricht ihn in jedem Satz zweimal. Irgendein Gast sagt, wir sollten vielleicht mal unsere eigenen wirtschaftspolitischen Interessen vertreten. Wir sollten vielleicht mal den funktionierenden Strang bei Nord Stream auch wieder aufmachen. Lanz träumt vor Wut und unterbricht ihn zusammen mit den anderen Gästen in jedem Satz dreimal. Also, und jetzt darf hier ein CDUler ungestört ja 4 Minuten neoliberale Propaganda gegen unser gesetzliches Rentensystem machen. Das ist unfassbar. Also hier sieht man auch, auf welcher Seite die Öffentlich-Rechtlichen politisch stehen und hier sieht man auch, warum ich beispielsweise der Meinung bin, dass die Gebührengelder gestrichen werden sollten und diese Propaganda hier nicht mehr finanziert werden sollte. Das ist unfassbar. Ich finde es auch schade, dass Stefan Schulz da nicht mal, oder vielleicht sagt er gleich noch was. Danach kommt Stefan Schulz, also da bin ich mal gespannt, was er dazu gleich sagen wird. Dem wird. Also man hätte ja auch sagen können, statt dass wir jedes Jahr 12 Milliarden Euro für die Rente mit 63 ausgeben, geben wir die gleiche Summe für Investitionen in Digitalisierung aus, um unser Land fit für die Zukunft zu machen. Und ich persönlich glaube, dass die Politik in den letzten Jahren, und zwar unabhängig von der Parteipolitik, da nehme ich meine Partei wie jede andere genau mit in die Haftung. Müssen Sie leider auch. Ja, genau. Ja. Mach ich auch. Kein Weg dran vorbei. Mach ich auch. Ja. Mach ich auch. Und da hat jede Bundesregierung diese Zukunftsinvestitionen. Also Sie sagen, man legt sich mit den Silversurfern, mit denen legt man sich nicht an. Ich zeige jetzt nicht auf Sie, aber mit den Silversurfern. Wisst ihr, was lustig ist? Hier im Hintergrund sieht man es ja noch. Der Verteidigungsetat, der beträgt 50 Milliarden im Jahr. Vor ein paar Jahren betrug er noch 30 Milliarden. Also der ist auch real deutlich gestiegen. Der ist im Verhältnis zu unserem Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Aber beim Verteidigungsetat hinterfragt das niemand. Den wollen sogar alle noch weiter erhöhen. Der soll ja bis auf 2% unseres Bruttoinlandsprodukts steigen. Also dann würden wir bei 70 bis 80 Milliarden Euro Rüstungsausgaben pro Jahr rauskommen. Aber das hinterfragt niemand. Aber wenn unsere Rentner, die dürfen natürlich nicht 100 Milliarden Euro pro Jahr kriegen, aber die Rüstungsindustrie, die darf das kriegen. Da fragt natürlich keiner kritisch nach. Sind ja jetzt schon altersrassistisch unterwegs. Ist schon durch das Thema. Genau. Ja, natürlich ist es offensichtlich ist es eine Frage für die Politik, wie setzen sich die Prioritäten? Und ich habe das Gefühl, dass die Prioritäten jedenfalls nicht bei der jungen Generation gelegt werden. Und das ist ein Riesenproblem.
Man kann das den Leuten auch nicht vorwerfen, ne? Dass sie Teil von geburtenstarken Jahrgängen sind und dass sie älter werden und dass sie sich, Herr Hahn fühlt sich angesprochen, Rente verdient haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, es geht aber auch nicht darum, irgendwelchen Leuten die Leute gegeneinander auszuspielen. Es geht nicht darum, den Leuten nicht zu gönnen. Deswegen möchte ich hier gerne nicht sofort intervenieren, denn das lange. Jetzt bin ich gespannt. Also Stefan Schulz wird da hoffentlich was Sinnvolles zu sagen haben. So, weil Sie häufiger meinen Namen genannt haben und so weiter. Ich möchte da nämlich nicht zustimmen. Sowohl Herr Hangs Ansatz, jetzt so einen Appell an die Jugend zu machen, bekommt doch mal trotzdem mehr Kinder, hab ich trotz Perspektivlosigkeit. Ich habe es nur festgestellt, aber überhaupt keinen Appell gesagt. Kein Appell, aber so die große Frage, warum denn nicht? Das sind Präferenzen der Menschen, freie Entscheidungen, sonst gar nichts. Entscheidungen. Es sind freie Entscheidungen, also da kann man natürlich drüber reden, aber nicht so, dass man dann irgendwie was fordert. Und nee, das hat er aber nicht gemacht. Gut. Aber ich will nur sagen, er ist ja im Gegenteil. Ihm ist es wurscht, wenn wir dann aussterben. Die Leute sollen leben, wie sie wollen. Wir wollen wohlwollend über die Jungen reden, aber auch über die Alten und über die Politik. Die Politik hat irgendwann vor 35 Jahren, so irgendwann in den 80ern, entschieden, wir entkoppeln jetzt Lohnentwicklung und Produktivität. Seitdem hält die Lohnentwicklung nicht mehr mit und damit auch die Lohnnebenkosten und so weiter. Deswegen lief dieses Defizit auf, dass wir sagten, wir brauchen eine zweite Quelle, die Rentenkassen stützt. Und wir haben uns für den Bundeshaushalt entschieden. Jetzt kann man natürlich rückblickend sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, das muss wieder gut gemacht werden, wie auch immer. Hier werden die Alten irgendwie falsch bedient. Es ist die Lasten aller, weil es der allgemeine Steuertopf ist. Ich würde sagen, dann sind wir ehrlich und sagen, wir holen die Unternehmen wieder ins Boot. Seit 30 Jahren reicht es nicht, was die Rentenkassen selber aus der Produktivität der Unternehmen, wo die Menschen arbeiten, die dann Rente bekommen, schöpfen. Dieses Geld reicht einfach nicht. Also machen wir es jetzt über den Bundeshaushalt, sagen aber auch, das ist jetzt der richtige Weg. Nur, wir finden dann für diesen gigantischen Teil Bundeshaushalt eine neue Geldzugangsquelle, und zwar in der Produktivität, also im Ertrag dieser Unternehmen. Und die Unternehmen in Deutschland verdienen wahnsinnig viel Geld. Wir haben nicht ein Problem mit zu wenig Geld, sondern wir haben ein Problem mit der Verteilung. Danke. Danke, Stefan Schulz sagt es endlich mal. Damit ist diese gesamte Argumentation vom CDU da gerade vom Tisch gewischt. Die Politik macht keine Politik für die Alten, sondern Politik für die Reichen und die Konzerne. Wir müssen es nur wieder so umlenken, und zwar über den Bundeshaushalt. Die Entscheidung ist jetzt getroffen, das können wir nicht wieder revidieren, über den Bundeshaushalt. Aber der Bundeshaushalt braucht diese Quelle. Wir können nicht alles in Verschuldung, wenn wir gesehen, was wir für Diskussionen führen jetzt im November und Dezember, wenn es um Verschuldung geht. Wenn wir das Rententhema so führen, wie wir die Verschuldungsthemen diskutieren, dann führt das einfach ins Chaos. Also das ist einfach Katastrophe, das können wir uns nicht leisten in Deutschland. Dafür ist es zu ernst, dass wir die nächsten 13 Jahre die Babyboomer durch die Rente bringen müssen. Ja, also ich würde gerne den Zungenschlag. Da würde ich Stefan Schulz tatsächlich widersprechen. Der deutsche Staat kann sich viel, viel mehr verschulden, als er es aktuell tut. Wir sehen die letzten 10 Jahre Leistungsbilanzüberschuss von stabil über 5% des Bruttoinlandsproduktes. In der Spitze 2015 hatten wir knapp 9% Leistungsbilanzüberschuss. Das ist Geld, was Deutschland nicht in Waren steckt, was wir theoretisch in Waren stecken können. Das ist das Geld, was Deutschland mehr aus dem Ausland bekommt, als wir ins Ausland zahlen. Das heißt, wir könnten es uns viel besser gehen lassen, wir könnten uns einen viel höheren Lebensstandard leisten. Dieser negative Finanzierungsseite, den das Ausland hier hat, den könnte der Staat haben. Der Staat könnte zusätzliche Schulden aufnehmen und damit die Rente finanzieren. Es wäre überhaupt kein Finanzierungsproblem. Denn solange Deutschland keine Auslandsverschuldung aufbaut, haben wir kein Finanzierungsproblem. Zusätzliche Ausgaben des Staates, die in die Taschen von inländischen Sektoren, in die Taschen der privaten Haushalte, in die Taschen der Unternehmen fließen, erhöhen deren Einkommen und sorgen dafür, dass es uns real besser geht. Also diese Aussage von Stefan Schulz, wir können das ja nicht durch Verschuldung machen, die stimmt nicht, die passt nicht zur wirtschaftlichen Realität der letzten 20 Jahre. Ein bisschen positiver setzen. Das gut. Hängt vielleicht damit zusammen, natürlich auch mit meinem Alter. Ich bin so ein Frühboomer, aber würde erstmal nochmal. Was sind Boomer eigentlich genau? Ich lese immer unterschiedlichste Definitionen. Wann beginnt das und wann hört es auf? Die Zahl ist nicht ganz, also der Zeitraum ist nicht ganz festgesetzt. Ich habe jetzt Heinz Bude, der Soziologe, hat ein Buch über die Boomer geschrieben. Heinz Bude kommt Anfang Januar raus. Tolles Buch. Die Zahl, die geht immer von 1955 bis 70
oder von 54 bis 69. Eines ist klar, das nächste Jahr, 64, das ist der Peak, der Höhepunkt. 64 sind so viele Kinder in diesem Land zur Welt gekommen wie davor nicht und danach. 1,6 Millionen, eine Freundin von mir wird nächstes Jahr 60, die ist in dieser 1,6 Millionen Gruppe mit drin. Es waren 1,4. Darf ich kurz 1,4 haben Sie recht. Ja. Und 700.000 hatten wir jetzt. Jetzt würde ich gerne den Gedanken aber noch zu Ende machen, nämlich positiv zu sagen, es ist doch ein Glück und ein großer Erfolg, dass wir älter geworden sind, die Lebenserwartung ist gestiegen, dass wir gesünder geworden sind. Das sind ja nicht so, dass das ein Siechtum ist, sondern die Menschen leben mit 80 heute so, wie sie mit 70 noch vor 20 Jahren gelebt haben. Und dass wir gesünder und glücklicher geworden sind. Es gibt Glückskurven, die sagen, am schlechtesten fühlt man sich so mit 42, 43. Wirklich, das ist die ganz miese Phase? Da ist man mies, komischerweise, so richtig aufgeklärt ist es nicht. Und wann kommt die Entspannung? Wann läuft's? Der Tiefpunkt, das ist eine U-Kurve. Der Tiefpunkt ist bei 42 und ab dann werden die Leute wieder Schritt für Schritt glücklich. Herr Hanke hat den Peak statistisch gesehen. Ja, also die zweimal Peak bei 64, die meisten Kinder. Und jetzt will ich doch zur Rente auch noch was sagen. Ja. Dürfen wir kurz über die Boomer? Die Boomer kann man definieren. Es ist lass uns das manuell abarbeiten. Wir vergessen nicht das nicht. Die Boomer einmal kurz. Die Boomer, es ist nicht, also der 64er Jahrgang ist mittendrin, aber es sind die Jahrgänge 1958 bis 1971. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich also Ihre ist nicht ganz absolut. Ich mache jetzt ein Argument. Diese Jahrgänge, 58 bis 71, sind allesamt größer, selbst der kleinste davon ist größer als alle Jahrgänge davor, alle Jahrgänge danach. Zwischen 58 und 71, das sind alles Millionenjahrgänge, angefangen bei 1,1 Millionen, dann der 64er-Jahrgang 1,4 Millionen, dann der 71er-Jahrgang wieder 1,1 Millionen. Alle Jahrgänge danach sind kleiner, alle davor sind auch kleiner. Und deswegen haben wir da einfach einen definierten Bauch. Bitte? Was passiert dann? Dann kommt der Pillenknick. Die Pille gibt es schon seit den 60er Jahren, aber sie wird breit verschrieben, erst in den 70er Jahren, was dann tatsächlich mit einer Entkoppelung von Sex und Reproduktion und doch eine, also da merkt man eben auch, es hängt mit Freiheit zusammen. Die Menschen konnten sich dann entscheiden, wollen sie Kinder haben oder wollen sie keine Kinder haben. Da sehen wir das nochmal, ne? Und extra aufgeführt, Herr Schulz, weil das ist doch eine sehr schöne Grafik. Also das ist wirklich sehr, also sowas hätte ich bei einer Markus-Lanz-Sendung niemals erwartet. Uns wird jetzt wahrscheinlich keine Interpretation mitgeliefert werden, aber wir sehen, dass die Geburtenrate sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland so um das Jahr 1960 bei 2 Kindern pro Frau lag. Dann ist sie in beiden Ländern parallel zueinander gesunken. Der Pillenknick, wie gerade beschrieben wurde. Und in Ostdeutschland ist sie dann bis zum Jahr 1980 wieder gestiegen und blieb bis zur Wende über der in Westdeutschland. Das heißt, die ostdeutschen Frauen haben mehr Kinder gekriegt als die westdeutschen. Und das kann man jetzt daraus schlussfolgern. Nun, in Ostdeutschland hat man alles dafür getan, dass Kinder eben kein Karrierenachteil sind. Also, dass du Kinder kriegen kannst und trotzdem danach ganz normal deinem Beruf nachgehen kannst. Man hat die Kinderbetreuung extrem stark ausgebaut. Also, das sind Maßnahmen, die in Ostdeutschland die Geburtenrate deutlich über die in Westdeutschland getragen haben. Das ist nach der Wende passiert. Nach der Wende gab es einen riesigen wirtschaftlichen Verfall. Das heißt, dieses Argument, wir werden wohlhabender und dann sinkt automatisch die Geburtenrate, das ist vielleicht auf ganz großen Skalen richtig, aber im Kleinen sieht man das in Wirtschaftskrisen, dass dann, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, wie eben beim wirtschaftlichen Zusammenbruch in Ostdeutschland in den 90er Jahren, als die westdeutsche Bundesregierung da alle Betriebe mit der Treuhand zerschlagen hat. Also, dass so etwas die Geburtenrate auch deutlich senkt, weil das eben wirtschaftliche Unsicherheit für die Menschen bedeutet. Also, wir sehen, dass die Geburtenrate in Deutschland zur Wirtschaftswunderzeit am höchsten war. Und wir sehen, dass die Geburtenrate jetzt, dass die Geburtenrate in Ostdeutschland zum Zeitpunkt nach dem Fall der Mauer am niedrigsten war. Also, wirtschaftliche Unsicherheit senkt auch die Geburtenrate. Das heißt, einfach zu sagen, wenn man arm ist, dann kriegt man viele Kinder, das stimmt so nicht. Also, man braucht schon eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit. Man braucht die Aussicht darauf, dass es in Zukunft besser werden wird, als es aktuell ist, um überhaupt solche Planungen anzustellen. Und wir sehen ja, wie gesagt, in Ostdeutschland, die Geburtenrate ist extrem stark eingebrochen. Und erst nach 20 Jahren ist sie wieder auf das westdeutsche Niveau gestiegen. Mittlerweile entwickeln sich die Geburtenraten ja, wie wir sehen, relativ parallel. Ich vorhin kurz zitiert habe von Ihnen, Ostdeutschland. Warum ist das wichtig? Mir war das nicht klar. Stimmt das wirklich? Ostdeutsch, also welche Länder genau,
Ostdeutschland ist ja so ein sehr vager Begriff, wenn man so will. Mhm. Sie sagen, das ist die älteste Region der Welt? Jetzt, ja, wir sehen ja sowohl einen Geburtenboom vor dem Mauerbau, als vor dem Mauerfall, als auch danach diese Abwanderungswelle nach Westdeutschland. Das Argument, Boomer kann man super definieren, diese ostdeutsche Region gibt es ja als Land nicht mehr. Deswegen fallen relativ viele OECD-Statistiken, greifen jetzt nicht Ostdeutschland so auf. Aber wenn man es, so wie ich, ein bisschen spielerisch auch macht, dann kann man Ostdeutschland einfach mal für sich definieren, da wir ja immer noch so eine sehr ostdeutsche... Sie kommen aus Jena, ne? Ich komme aus Jena, also aus Thüringen. Ich gehöre ja auch zu diesen Flüchtlingen, die dann irgendwann relativ spät nach... Also ich war ja 7 Jahre, als die Mauer fiel, aber habe mich dann immer noch entschieden, so wie mein ganzer Geburts... mein ganzer Abi-Jahrgang, wir verlassen nicht nur unsere Heimatstadt, sondern auch Ostdeutschland. Also es zog sich relativ lange und jetzt sieht man ja, das kommt wieder zurück. Also relativ viele, die damals so in Mitte des Lebens dann auch ihre Chancen in Westdeutschland suchten, kehren ja jetzt auch wieder zurück. Das meine ich. Aber gerade Thüringen, weil Sie sagen, Thüringen hat sehr viele Leute verloren, ne? In der Nachwendezeit. Ja, es gibt einzelne Städte. Ich komme dann immer wieder, also Suhl ist zum Beispiel die älteste Stadt Deutschlands. Das Durchschnittsalter liegt jetzt über 50, wir sind bei 46. Städte wie Heidelberg oder Hildesheim, die sind so bei 42. Also da liegen schon 20% zwischen den Regionen. 20% in Leben ausgedrückt ist wirklich sehr viel. Und ja, wenn man sich in Ostdeutschland aufhält, ich bin ja dann immer mal wieder da, nicht allzu oft und auch nicht sehr lang, weil ich dann doch merke, wenn ich da so rumfahre und auch ein bisschen abseits der urbanen Zentren, sage ich mal, wie Jena bin, also 100.000 Einwohner ist dann schon ein urbanes Zentrum, dann ist man so im Umland und die Stimmung ist einfach schlecht. Und da, wo meine Familie so lebt, gerade auch die Familie höherer Generationen, da werden ja ganze Straßen gemeinschaftlich alt, gemeinschaftlich gebrechlich. Dann fällt einfach Hilfe der Nachbarschaft aus. Man hat keine Freundschaftsdienste mehr, kann sie aber nicht einfach ersetzen, indem man sagt, hol ich mir halt ein Uber, weil da gibt es kein Uber. Und da liefert auch keiner Essen und da findet einfach gar nichts statt. Da gibt es keine Friseure, da gibt es keine Ärzte, da braucht man auch das Auto. Also da sind solche Diskussionen, wie wir sie jetzt noch auf anderen Ebenen führen, völlig daneben. Und um diese Region muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Denn wenn wir jetzt feststellen, okay, alle Jungen flüchten, dann leben da trotzdem noch, und es klingt jetzt sehr hart, 10, 20 Jahre lang Menschen, die wir nicht einfach wie bislang zurücklassen können, insbesondere da sie jetzt, da sie älter werden, umso mehr Hilfe brauchen. Und Sie sagen, das fand ich sehr interessant, all das kann man ja sozusagen besprechen, und das machen wir auch gleich mit Frau Buhn nochmal, auch die globale Perspektive. Man kann das vermessen mit Zahlen, man kann das genau beschreiben und sagen, okay, das und das passiert, Statistik, Mathematik, wie auch immer. Sie sagen, so ein weicher Faktor, über den müssen wir mal reden. Geselligkeit zum Beispiel. Ja, ist ein ganz entscheidender Faktor, sagen Sie, wenn es um die Frage geht, will man irgendwo sein oder will man nicht sein? Bis wir mein Buch publiziert haben, hieß es Rentnerrepublik. Jetzt haben wir es Altenrepublik genannt, weil wir nicht wollten, dass nur die Rente im Mittelpunkt steht und damit nur das Geld. Weil das Geld ist nicht das... Um so auf so einer ganz abstrakten Ebene über das zu sprechen, was Herr Hank vorhin angedeutet hat. Die Entscheidung für Kinder und für eine Familie ist... glaube ich, viel mehr wert als nur die Betrachtung im Hier und Jetzt. Und ich meine, ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt, wo meine Großeltern auch sehr lange von meinen Eltern gepflegt worden sind und wo wir als Enkel auch oft zu Besuch waren und eben mit den... Jetzt sollen im Bürgergeld auch wieder die Sanktionen wie bei Hartz IV verschärft werden. Einer schreibt es gerade im Chat, absolut. Wir erleben gerade, dass diese ganzen sozialen Versprechungen der Ampel in sich zusammenfallen. Also Grüne und SPD sind neoliberale Parteien, daran hat doch die Rhetorik der letzten Jahre natürlich nichts geändert. Also das Bürgergeld war ja sowieso schon eine richtige Mogelpackung. Das war ja eine Inflationsanpassung von Hartz IV. Das war ja gar keine richtige Erhöhung in dem Sinne. Eltern gesprochen haben. Also ich glaube, dass wir uns vielleicht auch gesamtgesellschaftlich auch noch mal positiver generell dem Thema Familie widmen sollten. Weil es ist eben viel mehr... langfristig betrachtet, als nur eine aktuelle Entscheidung, wie viel Geld habe ich gerade zur Verfügung. Das sind alles super schwierige Fragen. Aber ich glaube, auf eine lange Sicht zahlt sich das in dem Sinne immer aus, gerade auch im sozialen Bereich, weil man hinterher natürlich viel mehr Hilfe, viel mehr Unterstützung auch im sozialen Bereich hat. Und deswegen ist das Thema Familienpolitik schon nochmal ein Punkt, den wir auch in der Politik nochmal besprechen müssen. Auch da wäre ich nicht ganz so pessimistisch. Natürlich gibt es nicht mehr die
klassische Großfamilie, die wie so ein bisschen in der Idylle von früher. So gerade bei den Italienern zum Beispiel auch nicht mehr, ne? Genau. Wenn Sie heute in Italien, in Rom im Restaurant sitzen und es kommt der eine Fünfjährige rein, dann erleben Sie, der ist ein Superstar da. Der ganze Tisch kümmert sich um diesen Fünfjährigen, weil Kinder selten geworden sind in Italien tatsächlich. Aber zugleich gibt es natürlich nach wie vor, und das ist auch nicht nur anekdotisch, ganz viele sind mehr Großmütter als Großväter, die sich um die Enkelkinder kümmern. Die wohnen nicht im Haus, aber die wohnen 3 S-Bahn-Stationen entfernt oder die wohnen im Umland und kommen dann. Und es geht, in Englisch gibt es den Ausdruck Granny Nanny. Also es sind tatsächlich die Nannies, die von den Omas die Aufgabe übernehmen, weil auch die Kita irgendwann um 17 Uhr schließt und die beiden berufstätigen Eltern dann aber immer noch in ihren Anwaltskanzleien sind. Mhm. Und dann kommt die Oma, und ohne diese Omas und zum Teil auch die Opas würde auch jetzt die Welt nicht funktionieren. Und das spricht dann doch, dass es eine Art der Geselligkeit gibt, die sich vielleicht gewandelt hat, vielleicht eine urbane Geselligkeit ist. Sie haben sicher recht, was das flache Land und erst recht Ostdeutschland betrifft. Aber die Familie lebt in einer anderen Ja, viele ländliche Regionen sterben einfach aus. Das ist ein Problem und da braucht es eine vernünftige Strukturpolitik. Also in den Regionen, da müssen wirtschaftliche Strukturen erhalten bleiben. Deswegen ist es ja auch beispielsweise eine sehr bescheuerte Idee, die Steuer auf Agrardiesel, wie die Ampelkoalition das gerade vorhat, zu erhöhen und damit das Höfesterben noch weiter zu beschleunigen. Form, aber es ist doch nach wie vor auch die Großfamilie. Lassen Sie mich doch noch mal einen Punkt dann doch auch zu den Alten sagen, weil jetzt ein paar Mal es geheißen hat, der Generationenvertrag sei gekündigt worden. Sicher auch bei mir, ja, aus der subjektiven Perspektive, das sehe ich so nicht. Tatsächlich ist die Lebensarbeitszeit verlängert worden und wir, und das ist ja auch gut so, werden nicht umhinkommen, sie weiter im Maße der Lebenszeit auch weiter zu verlängern. Auch weil die Menschen, also insofern Rente mit 63 ist natürlich der allergrößte Blödsinn in einer Welt, wo es Arbeit gibt und wo die Leute auch arbeiten wollen. Man kann auch die Vorstellung, was machen die Menschen eigentlich, wenn sie mit 63 in Rente geschickt werden und dann noch 40 Jahre leben. Aber das geschickt werden, die nehmen sie ja. Selber, die entscheiden sich ja dafür. Genau. Die Möglichkeit offeriert. Wie viele sind das? 200.000 im Jahr ungefähr? 250.000. 250.000? Also das ist ein durchschlagender Erfolg, um so zu sagen. Ja, und mehr als die Politik, viel mehr als die Politik gedacht hat. Was kostet das im Jahr ungefähr? Ich glaube, alleine die Rente mit 67 verursacht ungefähr Kosten von 12,5 Milliarden. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ungefähr mit 63, in dem Bereich bewegt. Wir können uns das locker leisten. Das ist ein Bruchteil dessen, was für Aufrüstung verschleudert werden soll. Ja. Sich das, und es ist natürlich, wie Hank das gesagt hat, in einer Gesellschaft, wo wir ja zu wenig Beitragszahler haben, es ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Gerade wenn die Menschen auch älter werden, gesünder werden ja auch, wie sie. Pro Jahr gehen uns schätzungsweise 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung durch die Lappen. Gesagt haben, glücklicherweise ist es natürlich ein Irrsinn, von der Politik heraus den Anreiz zu setzen und zu sagen, wir nehmen jetzt ganze Jahrgänge so viele Jahre früher aus dem System heraus. Die freuen sich. Und nicht mehr hält ein Rechtsweg als zu arbeiten. Ja. Das heißt ja nicht, dass man 100% arbeitet. Ja. Aber arbeiten ist tatsächlich was. Man kann doch nicht 50 Jahre lang nur Kreuzfahrtschiffreisen machen. Ist ökologisch, klimamäßig ohnehin nicht mehr geboten. Nein, also eine Form der Sinnfindung in der Arbeit. Gott, wer jetzt mit Sinnfindung dafür argumentieren, dass Leute doch bitte bis 70 arbeiten wollen? Und zwar, da sagt man ja, das geht für den Dachdecker. Vor allem, niemand verbietet es Leuten, länger zu arbeiten. Also die Leute können ja länger arbeiten, wenn sie das unbedingt wollen. Nur die meisten wollen eben die nicht. Die meisten sind froh, dass sie endlich in Rente sind. Das nicht, geht es natürlich nicht. Aber es geht für viele anderen Berufe, geht es natürlich. Und insofern eine schrittweise Verlängerung der Arbeitszeit wird zugleich den Vorwurf, dass hier ein Generationenvertrag gekündigt wurde, entkräften oder von mir aus mildern. Hinzu kommt aber auch, dass ja lange nicht mehr alles über die staatliche Umlagerente finanziert wird. Es gibt Betriebsrenten. Allen Menschen ist gesagt worden, nicht alle haben es gemacht, aber man muss selber vorsorgen. Und das hat auch diese Generation gemacht. Das ist nichts, mit dem man politisch planen sollte. Also
Wir sehen ja, wie die Altersarmut die letzten Jahre deutlich angestiegen ist. Also die Kinderarmut ist die letzten zwei Jahrzehnte konstant geblieben, die Altersarmut ist deutlich angestiegen. Kinderarmut ist letztes Jahr dann durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland und den Preisschock nochmal ein bisschen nach oben gegangen, aber die Altersarmut ist die letzten Jahre die ganze Zeit konstant angestiegen. Das ist übrigens der Grund, warum wir in Deutschland heute mehr Armut haben als vor 20 Jahren, trotz besser laufender Wirtschaft und geringerer Arbeitslosigkeit als damals. Eben weil die Altersarmut so explodiert ist, weil Politiker wie Gerhard Schröder damals unser Rentensystem zerschossen haben, um großen Versicherungskonzernen ihre Taschen zu füllen. Daher kommt ja der ganze Wohlstand. Also der Teil, der von der Umlagerente finanziert wird, ist nur noch ein Teil von den berühmten drei Säulen. Das hat sich rumgesprochen. Jetzt wollte die Ampel diese Aktienrente. Das ist blöd, dass sie nun die gerade als erstes im Grunde dem Verfassungsgerichtsurteil geopfert haben. Aber sie haben gesagt, wir verschieben es nur. Also da hat sich sehr viel getan und das entlastet natürlich die jüngere Generation, jedenfalls in dem, was monatlich von den 18,2% gezahlt werden müssen. Kurz, Herr Schulz, und dann habe ich ein paar Fragen an Frau Wu. Okay, kurz. Also wir haben bisher ein Rentensystem, das den Renteneintritt ja schon flexibilisiert. Wer heute, und das ist die aktuelle Regelung, sagt, ich arbeite 4 Jahre länger, kriegt 24% mehr Rente. An den Anreizen würde ich sagen, mangelt es nicht. Die Frage ist, wie sieht eigentlich die Arbeitswelt? Eben, danke, dass Stefan Schulz sagt, ey, der Auftritt war ja gar nicht so furchtbar, wie Albrecht Müller gestern in seinem Kommentar geschrieben hatte. Also das stimmt ja schon. Welt aus, dass wir trotz dieser immensen Anreize 4 Jahre mehr arbeiten und 24% mehr Rente. Das ist trotzdem Viertel, noch auf den staatlichen Befehl zurückgreifen. Ihr müsst länger arbeiten. Das verstehe ich nicht. Wir müssen das über die Freiwilligkeit lösen. Die Leute müssen das Angebot bekommen. 4 Jahre, 24 mehr Prozent. Also das kann man in Monaten für sich einfach individuell entscheiden. Und dann muss aber auch die Arbeitswelt mitmachen. Relativ viele Arbeitgeber stellen heute eigentlich zu spät fest, dass sie die Arbeitnehmer, die sie hatten, eigentlich noch brauchen. Also da gibt's auch nicht wieder kriegen. Ne? Und auch also nicht wieder kriegen, in einer jüngeren Version, meine ich jetzt. Genau, wenn sie einmal gegangen sind. Jetzt hat die Politik schon gesagt, ihr könnt sogar mit Abschlägen vorher in Rente gehen und trotzdem noch unbegrenzt hinzuverdienen. Was bedeutet, die Rentenkasse sagt einfach, das ist dein Rentenwert. Was du darüber hinaus machst, klär es mit deinem Arbeitgeber. Du musst uns nicht mal Bescheid sagen. So, und trotz dieser Anreize sagen die Leute trotzdem immer noch, nee, ich möchte dann doch in Rente. Und so, als wäre die Sinnfindung durch Arbeit, vor allem für viele Ältere, die schon jahrzehntelang gearbeitet haben, nicht so das, was sie unbedingt wollen. Also ich meine, daran sieht man auch schon, was für eine schwachsinnige Argumentation das ist, damit für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters argumentieren zu wollen. Das sagt doch einiges über die Arbeitswelt. Ich würde da nochmal auch wieder die Unternehmen und ihre Verantwortung in den Blick nehmen, anstatt jetzt wieder der Politik zu unterstellen, sie hat da eine Entscheidung nicht getroffen, weil die Lebensarbeitszeit auf staatlichen Befehl jetzt nochmal hinauszuzögern. Und ich meine, wir wollen 7 Millionen Erwerbstätige ausgleichen, also ein 15-prozentiges Defizit im Erwerbsfördermungspotenzial. Wir müssten ja die Lebensarbeitszeit um 15% verlängern. Wir reden also dann über die Rente mit 75 oder so. Also da wissen wir, wie das verläuft, wenn wir das Nein, die Formel heißt 2:1. Gott, jetzt kommt wieder dieser furchtbare Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr diese Debatte mitbekommen hattet. Also ja, wir sollten die Rente an die Lebenserwartung koppeln. Jetzt ist das Internet hier weg. Das ist natürlich blöd. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute viel mehr als die Politik gedacht haben. Was kostet das im Jahr ungefähr? Nicht, dass man 100% arbeitet, aber arbeiten heißt 2:1. Es ist so, klassischerweise arbeitet man im Durchschnitt 40 Jahre und ist 20 Jahre in Rente, so ist das. Und im Maße der Verlängerung der Lebenszeit heißt die Formel, die mittlerweile von allen Ökonomen geteilt wird, ja auch der Sachverständigen. Allen von Versicherungen bezahlten neoliberalen Ökonomen, die wollen, dass große Konzerne sich nur weiter bereichern. So Leute wie rein verfüschen. Also, wer kennt, da sitzen zig Aufsichtsräten von irgendwelchen Versicherungen und erzählen uns jetzt schon seit Jahrzehnten, dass unser gesetzliches Rentensystem leider nicht mehr finanzierbar sei.
Das ist natürlich völliger Schwachsinn hier. Verständigenrat zuletzt ist 2-1. Was heißt das 2-1? Also 2-1 heißt, für 3 Jahre hinzugewonnener Lebenszeit arbeiten wir 2 Jahre länger und ein weiteres Jahr haben wir on top damit finanziert. Vor allem, wer ist wir? Arme haben eine deutlich geringere Lebenserwartung als Reiche. Das heißt, die Leute, die dann länger arbeiten, die in anstrengenden Jobs arbeiten, die haben eben diese erhöhte Lebenserwartung nicht. Dann sagen die Leute, das ist eine Jeder Vierte würde eine Rente mit 70 gar nicht mehr erleben. Rentenkürzung, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir leisten uns durch 2 Jahre länger und jetzt von 65 auf 67 ist es der Einstieg. Das wird jetzt noch vielleicht bis 2030 oder so halten. Und dann würde man, es ist so, pro 10 Jahre gewinnen wir 2 Jahre Leben dazu. So war es über die Produktivität der letzten Jahre. Das ist Jahre. Interessant, ne? Wir gewinnen im Schnitt unglaublich. Alle 10 Jahre 2 Jahre dazu. Ja. Das heißt, für uns beide ist da noch richtig was drin. Da ist noch richtig was drin. Und das bedeutet dann, alle 15 Jahre, wenn das stimmt, müsste man mit dieser 2-1 Formel dann die Lebenszeit um 2 Jahre verlängern. Aber die Lebenserwartung in Deutschland stagniert seit 2014 um das Jahr 81 Jahre. Also wir haben tut sie nicht. Sie steigt einfach weiter. Wir haben von 1971 bis 2014 eine Steigerung um weitere 10 Jahre von 71. Also mit dem Pillenknick, ab dann sind wir noch mal 10 Jahre älter geworden. Aber seit 2014 haben wir statistisch eigentlich ist nicht, eine Stagnation. Das ist nicht der Fall. Sie steigt tatsächlich alle 10 Jahre um 2 Jahre. Und zwar Das habe ich in einem Text von Ihnen gelesen und dachte, wow, wir machen einen Faktencheck. Ich würde gerne Vanessa Wuhmann den Punkt fragen. Was ja interessant ist, Italien haben wir gerade angesprochen. Wir haben alle so dieses Italien-Bild immer noch irgendwie im Kopf, ja, die Großfamilie und so weiter. Und das gibt es dort auch. Also jetzt nochmal, um Hank final zu widerlegen. Die reale Wirtschaftsleistung ist in den letzten 50 Jahren immer stärker gestiegen als die Zahl der Rentner. Und sie wird dies laut allen offiziell verfügbaren Prognosen auch weiterhin tun. Ich hatte das mal in einem Short vor einiger Zeit zusammengefasst, den suche ich euch auch gleich mal raus. Also das ist ja hier, ja. Es gibt einen großen Zusammenhalt unter Familien, aber die Leute werden älter. Und man sieht das auch und sie kriegen statistisch immer weniger Kinder. Und gerade die Italiener sind statistisch, also was Kinder angeht, mittlerweile auf dem Niveau von sehr, sehr weit zurück. Sie sterben aus, hat die Financial Times vor das war die Schlagzeile. Die Italiener sterben aus, das war die Schlagzeile. Horror, aber. Genau so war es. Und interessant ist ja auch, Stichwort Südkorea, dort hat man große, große Anstrengungen unternommen, sehr viel Geld in die Hand. Der erste Short, den ich auf meinem Kanal gemacht habe, was Hanke geredet hat, hat nichts mit der Realität zu tun. Wir brauchen nicht die Renten, unsere Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, die Wirtschaftsleistung steigt so stark weiter an, sie steigt immer stärker als die Zahl der Rentner, dass eine Erhöhung der Rente immer ein Verteilungsproblem und niemals ein Finanzierungsproblem ist. Fazit, wenig Junge zahlt für viele. Also das hier ist so ein Video von Funk, wo ich damals darauf reagiert hatte, das den gleichen Unsinn verbreitet hat wie Markus Lanz eben gerade. Alte Menschen. Und um das auszugleichen, möchte man nun das Eintrittsalter um 3 Jahre erhöhen. Ich weiß auch nicht, was ich machen möchte. Und wenn ich weiß, was ich machen möchte, dann muss ich das 3 Jahre länger machen? Ja, du weißt noch nicht, was du machen willst, aber neoliberale Propaganda für Funk verbreiten kannst du anscheinend sehr wohl. Die gesamte Argumentation hier ist totaler Bullshit. Zwar soll von 2020 bis 2060 die Zahl der Rentner um 32% wachsen. Verdammt! Ihr seht von 2020 bis 2060 der fragliche Zeitraum, die Zahl der Rentner soll, also die Zahl der 67-Jährigen und Leute, die, also der älter als 67-Jährigen soll um 32% wachsen. Prognose der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber im gleichen Zeitraum soll die reale Wirtschaft. Ja, jetzt eine OECD-Prognose, Wirtschaftsleistung, das kann jetzt durch die Politik der Ampelkoalition natürlich etwas geringer ausfallen. Die tut ja gerade alles dafür, um das Wachstum in Deutschland abzuwürgen. Man kann auf lange Sicht schon sagen, dass die Wirtschaft immer weiter wächst. Und je besser die Politik ist, je vernünftiger die Rahmenbedingungen sind, mit denen die Wirtschaft, unter denen die Wirtschaft wachsen kann, desto stärker ist dieser Effekt. Das heißt, die Wirtschaftsleistung soll sich etwa für 1,5-fachen bis 2060. Und mit einer vernünftigen makroökonomischen Politik kann das Wirtschaftswachstum sogar noch deutlich höher ausfallen.
wie gesagt, mit einer vernünftigen makroökonomischen Politik, die haben wir in Deutschland gerade nicht, die könnten wir ohne Probleme betreiben. Und bevor wir da jetzt an unser Rentensystem rangehen und die Altersarmut noch weiter in die Höhe treiben, bevor wir das machen, sollten wir, wie gesagt, eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen. Sollten wir über ein anderes Steuersystem nachdenken. Sollten wir darüber nachdenken, die EZB endlich unter demokratische Kontrolle zu stellen, damit sie die Zinsen nicht mehr wild hin und her schwanken lässt. Sollten wir große staatliche Investitionsprogramme auflegen. Die Hand genommen, ich glaube 2 Milliarden und noch mehr, um die Leute dazu zu bewegen, Kinder zu kriegen. Mhm. Wir haben das hier auch gemacht. Die Südkoreaner gingen dann sogar noch einen Schritt weiter und sagten, pass auf, einmal in der Woche, 18 Uhr, Arbeitsschluss und so weiter. Mhm. Und dann seht ihr bitte mal zu Hause zu, dass ihr irgendwie noch was anderes tut, außer schnell Abendessen und schlafen. Wir müssen Kinder kriegen. Hat alles nicht funktioniert. Das heißt, offensichtlich ist es ja so, je mehr Geld man da reinsteckt, desto weniger kommt dabei heraus. Also Leute lassen sich nicht vorschreiben, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Das lassen sie tatsächlich nicht. Also es sind natürlich auch gesellschaftliche Fragen. Was möchte die Frau oder viele Frauen von heute, was brauchen sie heute, was ist an Ansprüchen gestiegen? Aber ich möchte, glaube ich, gar nicht so sehr auf diesen Punkt kriegen, wie bringen wir noch mehr Frauen dazu, Kinder zu kriegen. Ich bin da total bei Herrn Hank, das ist irgendwie einfach eine... Also ich glaube, wenn wir um das Thema Familienfreundlichkeit von der Gesellschaft sprechen... Macht, also wie gesagt, auch hier braucht es eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Wir gehen jetzt, ich höre mir jetzt nicht noch lange dieses CDU-Gewäsch hier an. Vielleicht kommt hier hinten noch mal was Sinnvolles. Wir immer noch bei der Frage sind, was ich auch spannend finde, warum sich die entwickelten Gesellschaften für weniger Kinder entscheiden, dann ist die Debatte... Jetzt sind wir jetzt schon wieder bei der Frage der Demografie. Ja, wenn man die Geburtenrate erhöhen würde, dann würde das tatsächlich die Situation in 20 Jahren frühestens entspannen. Wir diskutieren hier gerade über politische Entscheidungen, die heute gefällt werden sollen. Wir diskutieren darüber, ob das Renteneintrittsalter angehoben werden soll oder solche Unsinnsvorschläge. Also, wie gesagt, wir können natürlich gerne Maßnahmen ergreifen, die für eine höhere Geburtenrate sorgen. Aber ja, da will ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Vorschläge von irgendwelchen CDUlern oder von Rainer Hank jetzt anhören. Ich glaube, das führt uns nicht groß weiter. Millionen Menschen eingewandert. Ja. Und Sie sagen, es wird an den Punkt kommen, und die Städte haben wir zum Teil heute schon. Sindelfingen habe ich vorhin zitiert. Genau, und zum Beispiel. Das sind auch einzelne Stadtteile. Wir kennen es auch jeder größeren Stadt, dass dort schon der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund größer ist als anderweit. Jetzt ist wieder, holt die Ausländer rein. Ah Gott. Gibt es eigentlich irgendwelche vernünftigen Vorschläge, wie gesagt, für hohes Wachstum sorgen und unser Rentensystem vernünftig aufstellen, für ein vernünftig hohes Rentenniveau sorgen? Das sind die Dinge, die wir tun sollten. Und da gibt es absolut kein Finanzierungsproblem, sondern wenn überhaupt nur ein Verteilungsproblem. Das Problem in den letzten Jahrzehnten ist, dass sich die Unternehmen, die Kapitalisten, einen übergroßen Anteil am volkswirtschaftlichen Kuchen gesichert haben. Das könnte man durch vernünftige wirtschaftspolitische Maßnahmen wieder ändern, durch ein anderes Steuersystem, dadurch, dass man die Löhne entsprechend der Produktivität ansteigen lässt, durch mehr öffentliche Dienstleistungen. Also es gibt ja zahlreiche Dinge, die der Staat anbietet und die er verbilligen könnte. Also all das sind Dinge, oder durch direkte staatliche Aufsicht über bestimmte Bereiche, das sind alles Dinge, die könnte man machen, die will man aber politisch nicht machen. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob wir hier noch mehr ob wir hier noch mehr Zuwanderung brauchen. Ganz einfache Antwort: Nein, brauchen wir nicht. Und ist auch von der Mehrheit der Bevölkerung so nicht gewollt. So. Ja. Das war eigentlich Markus Lanz anscheinend. Es sei denn, es geht jetzt noch mal um. Also die haben sich mit ihren neoliberalen Vorschlägen zurückgehalten und Stefan Schulz hat vorsichtige Gegenrede geleistet. Ist besser als, ich würde sagen, 90% aller anderen Landsendungen, die ich bisher, sagen wir 99% aller anderen Landsendungen, die ich bisher gesehen habe. Es war ja bisher ein einziges Desaster bei Markus Lanz. Die Sendung war nicht ganz so schlimm. Also insofern kann ich Albrecht Müllers Kommentar von gestern nicht so ganz nachvollziehen, aber... Ja, Rainer Hank und der CDU-Typ, die durften halt ziemlich unwidersprochen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, obwohl Stefan Schulz hat ein bisschen Gegenrede geleistet, das stimmt. Er hat da die wichtigsten
Fakten genannt. Er hat eben gesagt, dass die Menschen freiwillig da absolut keine Lust drauf haben, dass dieses Argument von Sinnfindung durch Arbeit völliger Quatsch ist. Aber das andere Argument, dass unsere Wirtschaftsleistung eben schnell genug wächst, um unsere Rente zu finanzieren, dass wir einzig und allein ein Verteilungsproblem haben, das ist leider nicht gekommen. So, dann verabschiede ich mich von euch. Ich raide euch jetzt noch zu irgendwem.